Wir stehen mitten in ganz großen gesellschaftlichen Themen wie Urbanisierung und Klimawandel. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, sind neue Lösungen für die Wasserwirtschaft erforderlich. Unsere Versuchsanlage, die durch German Water Partnership Arbeitskreis Wasser 4.0 initiiert wurde, bildet dabei einen wichtigen Baustein. Wir untersuchen hier, wie sich Pumpstationen mit einem digitalen Zwilling optimieren lassen. Anwendungen wie der Pumpenversuchsstand hier an der TU Berlin sind natürlich nicht nur für die Wasserwirtschaft interessant. Allgemein sind sie sehr wichtige Bausteine auf dem Weg in eine digitale Zukunft. Aus diesem Grund freuen wir uns besonders, dass wir mit unseren Lösungen und Ideen hier teilhaben konnten. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, die Vorteile der Digitalisierung in einer konkreten Anwendung zu demonstrieren. Ursprünglich haben wir uns intensiv mit der Kreiselpumpe beschäftigt. Aktuell stehen Methoden wie Automatisierung und intelligente Pumpstationen im Mittelpunkt. Die Kooperation mit Siemens bietet die geeigneten Rahmenbedingungen für die Digitalisierung bis hin zur Industrial Security. Alle Informationen des Pumpenversuchsstands liegen hier in einer einzigen digitalen Umgebung vor, dem digitalen Zwilling, der auch das 3D-Abbild des realen Anlagenmodells beinhaltet. Die Kombination aus dem digitalen Zwilling und der realen Anlage bietet eine ideale Forschungsumgebung, in der neuartige Sensoren und Aktoren entwickelt und praxisnah demonstriert werden. Infolge der Echtzeitanalyse der Daten sind wir heute unter anderem in der Lage, die Störungen frühzeitig zu erkennen und aktiv zu beseitigen. Im Prüfstand befinden sich Babyfeuchttücher, die als Ursache für die zahlreichen Verstopfungen im Abwassersystem verantwortlich sind. Dies können wir jetzt anhand von Daten rechtzeitig erkennen und die Pumpe über eine Reinigungssequenz entblocken. Dies ist nur ein praktisches Anwendungsszenario für Digitalisierung in der Abwasserwirtschaft. Außerdem haben wir hiermit deutlich bessere Forschungsbedingungen. Das macht uns sowohl für Kooperation als auch für Studierende interessant und ermöglicht uns und unseren Partnern, Innovationen schneller in den Markt zu bringen. Was mich besonders begeistert ist, dass wir hier das recht komplexe Thema Digitalisierung einfach und erlebbar machen. Das zeigt, dass wir mit unseren Produkten schon heute konkrete Applikationen realisieren können, bei denen digitale Lösungen einen echten Nutzen für unsere Kunden haben. Und die Entwicklungen gehen noch weiter. Aus meiner Sicht ein echter Meilenstein auf dem Weg zu Wasser 4.0. Siemens. Ingenuity for Life.